Die ehemalige selbstständige Ortschaft Mauer in den Jahren von 1894 bis 1938, Mauer bei Wien, ist heute Teil des 13. Wiener Gemeindebezirks Lessing. Am 15. Oktober 1938 wird Mauer mit vielen anderen Umlandgemeinden von der NSDAP-Diktatur in Groß-Wien eingemeindet und gehört seitdem zum Gemeindebezirk Lessing. Das war bis 1954 der 25. und ist seither der 23. Bezirk. Das Geschehen rund um Groß-Wien von 1938 bis 1945 im Rahmen des nationalsozialistischen Dritten Reichs bzw. bis 1954 habe ich ausführlich in den Videos 23. Wiener Gemeindebezirk Lessing, ehemalige Stadt Lessing und in dem Video Inzersdorf, Erla, wiederholt und ausführlich beschrieben, sodass ich in diesem Video gleich in die Geschichte der heutigen Kastralgemeinde Mauer eingehe. Die menschliche Besiedlung im Raum Mauer lässt sich bis in die Jungsteinzeit zurückverfolgen. In der Jungsteinzeit befindet sich auf der Antonshöhe in Mauer eine ca. 350 Meter hohe Erhebung, früher auch als Hauswurzhügel bezeichnet, ein 1929 entdecktes Hornsteinbergwerk. Dieses älteste österreichische Industriedenkmal wird anhand der Funde auf etwa 4000 vor Christus datiert. Der abgebaute rotpatinierte Radiolith ist zur Herstellung von Feuersteingeräten gut geeignet. Konkret, bereits vor ca. 6000 Jahren wird Abbaumaterial von der Mauer Antonshöhe in den umliegenden Dörfern verwendet, wie zum Beispiel Funde im Bereich Brunn am Gebirge zeigen. Siedlungsreste der jungsteinzeitlichen bandkeramischen Kultur belegen in der Flur Brunn-Wolfholz, dass das Gebiet bereits ca. 5500 v. Chr. Bewohnt ist. Das ist eine der ältesten bekannten bäuerlichen Siedlungen Österreichs. An der östlichen Grenze von Mauer zu Atzgersdorf verläuft auf der Höhe der Straßen Rudolf-Zeller-Gasse, Rusitschka-Gasse, Tullnertal-Gasse unterirdisch die Trasse einer ehemaligen römischen Wasserleitung zum Legionslager Vindobona. Mauer wird erstmals 1114 als Burg geräumt und 1210 erstmals als Mur erwähnt. Der alte Ort, ein Graben-Angerdorf, erstreckt sich im Bereich des heutigen Hauptplatzes und entlang der Entrestraße. Im Mittelalter wird Weinbau eingeführt, der in Mauer bis heute betrieben wird. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist der Weinbau die wichtigste Einnahmequelle des Ortes. Gibt es bis zu wenigen Jahrzehnten in Mauer noch Dutzende Weinbaubetriebe, geht deren Anzahl allerdings nach und nach zurück. Die Anlage von Weingärten führt auch zu engeren Beziehungen zu Wien, weil sich neben Wiener Klöstern auch Ritterbürgerfamilien als Grundherr nachweisen lassen. Das spätmittelalterliche Grundherrngeschlecht der Eckertsauer begründet um 1450 die Erhardskapelle, von der sich der Wehrturm und das gotische Presbyterium die heutige Seitenkapelle erhalten haben. Das gotische Kirchengebäude wird 1458 als Sand-Erhardskapelle in der Mau erstmals genannt. Die Eckertsauer mit Stammsitz auf Schloss Eckertsauer in Niederösterreich sind im Hochstift Regensburg lehnspflichtig, daher die Wahl des heiligen Erhard von Regensburg als Kirchenpatron. Das Gebäude wird von Beginn an als Wehrkirche angelegt. Mauer stellt zunächst keine eigene Kirchengemeinde dar. Die katholische Bevölkerung gehört zur Pfarre des benachbarten Atzgersdorf. Der Versuch des Wiener Bischofs, Mauer 1532 zu einer selbstständigen Pfarre zu erheben, scheitert am Widerstand des Atzgersdorfer Pfarrers. Erst 250 Jahre später, am 11. November 1783, erfolgt die Pfarrerhebung. In der Zwischenkriegszeit bildet die Kirche mit ihrer ostwestlichen Ausrichtung ein Verkehrshindernis für die neu errichtete Straßenbahn. Deshalb erfolgt in den Jahren 1934 bis 1936 eine Erweiterung und Neuausrichtung der Kirche nach Nord-Süd durch Clemens Holzmeister. Von der alten Bausubstanz bleiben der zur Seitenkapelle umgewidmete gotische Chor und der mittelalterliche Kirchturm mit seiner Turmhaube aus dem Jahre 1770 bestehen. Eine barocke Pietà ist ein Werk Giovanni Giulianis und eine Stiftung von Gerhard Weichselberger, Abt des Stiftes Heiligen Kreuz,
dessen Vater Ortsrichter von Mauer war. Das vermutlich nach 1751 entstandene Hochaltarbild Verehrung der heiligen Dreifaltigkeit durch den heiligen Erhard wird dem Drogerschüler Franz Zoller zugeschrieben. Von einem weiteren Drogerschüler, Franz Xaver Wagenschön, befinden sich Gemälde der Kirchenväter und Evangelisten in der Kirche. Die Glasfenster und Mosaike aus den 1930er Jahren werden von Albert Paris Gütersloh gestaltet. Ein Mosaik mit der Darstellung des Kreuzwegs stammt von Rudolf Hermann Eisenmenger. 1609 kommt die Grundherrschaft Mauer an die Jesuiten und verbleibt bei ihnen bis zur Ordensauflösung 1773. Zwischen 1775 und 1918 sind in Mauer in zwei Kasernen Soldaten einquartiert. Erstens die untere Kaserne und zweitens die obere Kaserne. Die untere Kaserne ist das ehemalige und umgebaute Maurerschloss im heutigen Bereich Gebirgsgasse, Heudörfelgasse und Schlossgartenstraße. Die Anfänge des Baus dürften ins 12. Jahrhundert in die Zeit der Babenberger zurückreichen. Die alte Burg war im 13. Jahrhundert Voraussetzung für die Entwicklung des darunter gelegenen Orts Mauer. Nach der Mitte des 13. Jahrhunderts stiften die Grundherren die Wiener Ritterbürgerfamilie der Haimonen in der Burg die Andreaskapelle, die sich ab 1343 zum Zentrum des späteren Andreasbenefiziums entwickelt, das nicht der Grundherrschaft untersteht. Die Haimonen sind eine jener ritterlichen Wiener Bürgerfamilien, die im 13. und frühen 14. Jahrhundert die bürgerliche Oberschicht Wiens bilden. Die verwendete Bezeichnung Haimonen wird von dem in mehreren Generationen vorkommenden Vornamen Haimo abgeleitet. 1929 und 1683 wird die Anlage durch die Osmanen zerstört, jedoch jeweils wiederhergestellt. Nach Aufhebung der Grundherrschaft der Jesuiten 1773 wird das Maurerschloss 1770 dem Militär übergeben, womit Mauer bis 1918 Garnisonstadt wird. Die Kaserne wird 1895 abgerissen. Im Spätmittelalter ist das Gebäude der oberen Kaserne, heute der Bereich zwischen Maurerlangengasse, Kasernengasse und Engelsburggasse, ein zur Andreaskapelle des Maurerschlosses gehörender Meierhof, der 1425 als Wohnsitz des Kaplans Pfarrhof genannt und ebenfalls 1529 im Zug der ersten osmanischen Belagerung zerstört wird. Nach seinem Wiederaufbau ist der Sitz des von der örtlichen Grundherrschaft unabhängigen Andreasbenefiziums. Die Jesuiten bringen 1629 das Benefizium an sich. Im Zug der zweiten osmanischen Belagerung 1683 neuerlich zerstört und danach wieder aufgebaut, wird die sogenannte Engelsburg nach dem Ende der Jesuitenherrschaft 1773 dem Militär 1775 übertragen, das hier die obere oder große Kaserne einrichtet, in der bis 1918 eine Garnison untergebracht ist. 1923 bis 1926 wird die Engelsburg abgebrochen. Einige Häuser in Mauer stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, so das Haus Hauptplatz 10 aus dem 17. Jahrhundert. Oder das Haus Entrestraße 80 aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der ehemalige Freisinger Hof im Bereich der Entrestraße 90 wird um 527 urkundlich im Besitz des Bistums Freising erwähnt und dient der Gutsverwaltung der umliegenden Weingärten. Der heutige Bau stammt aus 1840 und ist im Kern vermutlich älter. 1880, 1886, 1903 werden Adaptierungsarbeiten durchgeführt, 1912 erfolgt eine weitere Umgestaltung. Das Haus Entrestraße 100 ist der ehemalige Marxsche Besitz, ein frühklassizistisches Bauwerk vom Ende des 18. Jahrhunderts unter Verwendung eines älteren Mittelteils. Franz Marx, seit 1791 Edler von, ist ein ausgezeichneter Goldschmied, der aus einfachen Verhältnissen stammend als Hofkammerjuwelier zu Wohlstand und politischem Einfluss kommt.
Durch seinen Beruf kommt er in engen Kontakt zur kaiserlichen Familie, so zum Beispiel zu Maria Theresia, Josef II., Albert Kasimir von Sachsen-Teschen. Ab den 1780er Jahren bestehen Beziehungen Max zu Orten des heutigen 23. Bezirks, wo er als Förderer und Wohltäter auftritt. 1781 ist er an der Grundsteinlegung des neuen Atzgerdorfer Kirchturms beteiligt. 1790 kauft er von der niederösterreichischen Ex-Jesuitengüterdirektion die Herrschaft Mauer samt Kalksburg und Speising. Wird 1793 in Kalksburg ansässig und lässt hier 1783 bis 1802 die neue Pfarrkirche im klassizistischen Stil nach Plänen des Tiroler Architekten Johann Baptist Zobel errichten, die Parkanlagen verschönern und erwirbt 1792 das Schloss Montperrot, das 1856 von den Jesuiten erworben wird. Auf den Grundmauern des ehemaligen Schlosses Montperrot steht heute das Hauptgebäude des Jesuitenkollegiums Kalksburg. Wie bereits oben erwähnt, einer der wohl wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in Mauer ist der Weinbau. Die Affinität der Wiener zum Wein ist sicher mit ein Grund, dass als erstes eine Dampfweittramlinie in Wien und Umgebung am 27. Oktober 1883 Richtung Mauer eröffnet wird. Es ist die ca. 10,3 Kilometer lange Strecke für den Ausflugsverkehr. Sie führt von Hitzing über Leins, Mauer und Rodaun nach Pertelsdorf. 1886 erfolgt die Verlängerung stadtwärts über Gaudensdorf zur Schönbrunner Linie bzw. 1867 von Hitzing nach Obersankt Veit und von Pertelsdorf nach Mödling. Betrieben wird die Linie von der Dammweihgesellschaft vormals Kraus und Compagnon. Die ganze Geschichte der Wiener Straßenbahn von den Anfängen über die Pferdstraßenbahn, die Dampftramwei, die elektrische Straßenbahn bis 1938 erzähle ich ausführlich in dem Video Die Wiener BIM von 1840 bis 1938. In Mauer bestehen kaum Industriebetriebe. Die in den Jahren 1919 bis 1923 von der Vita Filmindustrie AG errichteten Rosenhügel Filmstudios im äußersten Norden des Bezirksteils im Bereich der heutigen Speisinger Straße 121 gelten bei ihrer Eröffnung als die modernsten und größten Filmstudios Österreichs, noch vor den Studios der konkurrierenden Sascha Film in Sievering. Auf die Geschichte der Sascha Film in Sievering gehe ich in dem Video Sievering ausführlich ein. Noch vor der Eröffnung der Rosenhügel Filmstudios werden auf dem Gelände ab 1921 Dreharbeiten durchgeführt. So wird etwa bereits 1922 der Monumentarfilm Samson und Delilah fertiggestellt. Als die Vita Film während der europäischen Filmwirtschaftskrise, ausgelöst durch eine Flut billiger, aber qualitativer US-amerikanischen Filme im Jahr 1924 pleite geht, stehen die Ateliers fast durchgehend bis 1933 leer. 1933 werden die Ateliers von der ehemals österreichischen Tobis Sascha Filmindustrie übernommen, die die Krise durch den Verkauf an das deutsche Tobis Tonbildsyndikat überlebt. Mit dem frischen Kapital des Neueigentümers ausgestattet, werden die Studios modernisiert und für den Tonfilm adaptiert. Das Aushängeschild des Wien-Films der 1930er Jahre, Maskerade von Willi Forst mit Paula Wessely, werden dort im März 1934 abgedreht. Nach 1934 stellt Tobis Sascha Filmindustrie keine Filme in Eigenproduktion mehr her. Die Studios werden ausschließlich an andere Produzenten vermietet. So werden beispielsweise die Innenaufnahmen zur bekannten Komödie Hotel Sacher zwar in den Rosenhügel-Studios gedreht, Produzent ist jedoch die Mondialfilm. Zu dieser Zeit ist Albert Göring, der Bruder Hermann Görings, technischer Direktor der Tobis Sascha Filmindustrie. Im Unterschied zu Hermann Göring ist Albert Göring ein entschiedener Gegner des Nationalsozialismus und hilft in der Zeit während des Nationalsozialismus vielen Verfolgten. Er tritt nicht in die NSDAP ein und nimmt aus Protest gegen das nationalsozialistische Regime demonstrativ die österreichische Staatsbürgerschaft an. Nach dem Anschluss Österreichs im März 1938 solidarisiert sich Albert Göring mit jüdischen Mitbürgern, die von der SS in Wien
öffentlich gedemütigt und misshandelt werden. Ben Passant berichtet von einer Szene, in der Albert Göring es einer Gruppe Juden, die von SS-Leuten gezwungen werden, bei einer Reibepartie auf allen Vieren die Straße zu schrubben, gleich tat und ihr beim Schrubben half. Der diensthabende SS-Offizier befiehlt daraufhin, mit dem Schrubben aufzuhören, weil er eine öffentliche Demütigung von Hermann Görings Bruder nicht verantworten will. Mit dem Anschluss Österreichs an Deutschland bringen die Nationalsozialisten die gesamte deutschsprachige Filmwirtschaft rasch unter ihre Kontrolle. Auch die vormals von den jüdischen Pilz-Brüdern um Oskar Pilz kontrollierte Eigentümergesellschaft Tobis Sascha Filmindustrie wird arisiert und als Wienfilm neu gegründet. Während des Nationalsozialismus ist die Wienfilm GmbH mitsamt ihren Studios, darunter die Rosenhügel-Studios, einer der größten Filmproduzenten im Deutschen Reich. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wird Wien von den vier alliierten Mächten in Besatzungszonen aufgeteilt. Bis dahin deutsches Eigentum wird beschlagnahmt. Während die Studios in Sievering den Amerikanern unterstellt sind, fallen die Rosenhügel-Studios den Sowjets zu. Diese führen den Studiobetrieb unter dem Namen Wienfilm am Rosenhügel bis 1955 weiter. Nach Abzug der Alliierten und der Wiedererlangung der staatlichen Souveränität Österreichs gehen die Rosenhügel-Studios in den Besitz der nun staatlichen Wienfilm über. Diese stellt die Studios noch bis Mitte der 1960er Jahre in- und ausländischen Filmproduktionen zur Verfügung. Zwischen 1965 und 1976 werden die Ateliers ausschließlich für Fernsehproduktionen genutzt. Ab 1975 entsteht hier die kontrovers aufgenommene Fernsehserie »Ein echter Wiener geht nicht unter« mit Karl Merkatz als Edmund Mundl Sackbauer. Nach der Fertigstellung des ORF-Zentrums Königlberg verliert der Rundfunk allmählich das Interesse an den Studios. 2014 wird das Areal der ehemaligen Rosenhügel-Filmstudios ein Stadtentwicklungsgebiet der Stadt Wien. Weitgehend alle Gebäude des Filmstudios werden 2015 abgerissen. Erhaltene Teile der ehemaligen Filmstudios Halle 1 und Halle 6 Synchronhalle sind unter Denkmalschutz stehend erhalten geblieben. Die Halle 1, die erste Kunstlichtaufnahmehalle, dient heute als Trainingseinrichtung der rhythmischen Gymnastik. Die Halle 6, die ehemalige Synchronhalle, wird 2013 von der Vienna Symphonic Library gekauft und zu einer weltweit einzigartigen Musikproduktionsstätte ausgebaut. Auf dem restlichen Areal entstehen bis Mai 2016 unter dem Projektnamen der Rosenhügel 204 Eigentumswohnungen in 7 Wohnhäusern, ein Kindergarten und ein Supermarkt. Die Wasserversorgung von Mauer beruht ursprünglich auf Hausbrunnen und einer öffentlichen Brunnenanlage am Maurer Hauptplatz. 1844 baut Valentin II. Von Mack, Enkel von Franz von Mack, eine Wasserleitung aus dem Schwarzgraben, entspricht dem Lauf des Gnotzbaches zwischen Kreuzberg und St. Georgenberg. Eine weitere Wasserleitung wird 1862 von der Gemeinde gemeinsam mit Anton Ritter von Oelzelt aus den Ziegelbergen gebaut. 1910 wird nach Verhandlungen mit der Stadt Wien eine Übergangskammer am oberen Ende der heutigen Wittgensteinstraße und eine Druckentlastungskammer im heutigen Bereich der Wittgensteinstraße 129 erbaut, das Ortsrohrnetz begonnen und am 15. Dezember 1910 der Anschluss an die zweite Wiener Hochwellenwasserleitung eröffnet. Die Übergangskammer ist der Ankunftsbehälter für das Wasser der zweiten Wiener Hochwellenleitung und speist sowohl die Druckentlastungskammermauer und seit 1938 den Wasserbehälter Leinz. Der Bau des großen Wasserspeichers im Leinzer Tiergarten erfolgt 1935 bis 1937. 1919 wird auf dem Sportplatz Friedenstraße in Mauer das Flugfeld Mauer eröffnet. 1925 wird das Projekt der Errichtung eines großen Maurer Flughafens diskutiert, der das Flugfeld Aspern entlasten soll. Am 12. November 1925 findet die erste österreichische Flugkonferenz in Mauer statt
und am 29. November 1925 ein Propagandaflug von Aspern nach Mauern. Nach Beginn der Arbeiten am Flughafen Mauer International Airport findet am 14. Februar 1926 auch die zweite österreichische Flugkonferenz in Mauer statt. Am 3. Juli 1927 wird ein Großflugtag mit 40.000 Zusehern auf dem Fluggelände organisiert. Am 3. Oktober 1929 wird dann aber die Betriebsbewilligung entzogen. Die Votruba-Kirche, die Kirche zur heiligsten Dreifaltigkeit, wird von August 1974 bis Oktober 1976 nach Entwürfen des Bildhauers Fritz Votruba und Plänen des Architekten Fritz Gerhard Meyer aus 152 Betonblöcken am Georgenberg erbaut. Die Votruba-Kirche ist ein künstlerisch-religiöses Denkmal ersten Ranges.